Ich sehe an Ihrem Studienbuch, dass Sie ein außergewöhnlich begabter Student sind. Der erste in der Familie, der aufs College geht. Knüpfen Sie Kontakte? Ja, das tue ich, Sir. Waren Sie denn schon mal aus? Aus? Aus. Ja, war ich. Mit einer. Erzähl mir alles über deine Mutter und deinen Vater, den Metzger, und wie es ist, in einer Metzgerei zu arbeiten und wie die Mädchen in Newark waren. Entspann dich. Glaub mir, ich versuch's ja. Was mir Sorgen macht, ist Olivia Huttons mentaler Zustand. Vor allem angesichts der Sachlage. Warum kommst du und stellst dich unter mein Fenster? Es gibt mir das Gefühl, als ob ich darauf aufpasse, dass es dir gut geht. Sie ist schwach. Eine so instabile Person ist eine Bedrohung für dich, Marky. Ich fürchte, ihr ist etwas Schlimmes passiert und ich habe Angst, dass es was mit mir zu tun hat. Was glauben Sie getan zu haben? Das war der Trailer zu Empörung, den uns X-Verleih ab dem 16. Februar 2017 in die deutschen Kinos bringt. Das Ganze ist eine Buchverfilmung, dessen Trailer recht dunkel aussieht, bei dem man sich fragt, okay, was ist mit ihr passiert, was hat er damit zu tun, der nicht zu viel Aufschluss über die Handlung dann gibt, der aber auch ein bisschen offen lässt. Ist es jetzt ein Drama, soll es eher ein Thriller sein? Und das ist schon wichtig für das Publikum zu wissen, ob man sich nach diesem Trailer sagt, okay, das Ding will ich mir im Kino anschauen oder nicht. Deswegen bei mir an dieser Stelle ein, zwei Fragezeichen mit Logan Lerman in der Hauptrolle, den sehe ich ganz gerne. Und dann ist es die Geschichte vom jüdischen Metzgersohn Markus Messner, der 1951 von New Jersey nach Ohio zieht, will der Einberufung zum Koreakrieg damit entgehen. Und er ist der Erste aus seiner Familie, wie wir hören, der aufs College geht, aber in seiner neuen Heimat wird er trotzdem schikaniert und fertig gemacht. Lernt eines Tages aber Olivia kennen, verliebt sich Hals über Kopf. In dieser neuen Leidenschaft scheint das Leben vielleicht doch erträglich zu sein, aber ständig befindet er sich auch im Austausch und Streit mit seinem Dekan und irgendetwas scheint zu passieren. Und wir wissen nicht genau was, aber vor allem scheint das die ganzen Pläne über Bord zu werfen, die Markus vielleicht hatte mit einem Leben, bei dem er vielleicht doch glücklich wird. Wir werden mal sehen, was dieser Film kann. Erste Kritiken weltweit sind recht positiv. Der Film wurde unter anderem in Sundance gezeigt, ein Festival, dem ich persönlich sehr viel Beachtung schenke. Deswegen mal schauen ab dem 16. Februar, was uns hier mit Empörung erwartet. Ich glaube, der Film wird so einiges können, aber der Trailer überzeugt nur teilweise, muss ich ehrlich sagen. An dieser Stelle, weil er doch einen Ticken zu viele Fragen offen lässt, vor allem in welche Richtung der Film sich entwickeln will. Was sagt ihr denn zu diesem Trailer? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen und ich danke fürs Reinschalten und wünsche euch noch einen richtig schönen Tag.